So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum 13. Spieltag der GPL. Ihr werdet erstmal merken, wo ist dein Gesicht? Ja, heute keine Webcam-Aufnahme, weil es ja auch kein Live-Kampf ist, denn ich und der gute Mert hatten ein paar Disconnects und er hat privat viel zu tun gehabt. Wir konnten den Kampf erst noch am Samstagabend machen und ich kommentiere den jetzt am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Heißt, in circa 4 Stunden ist er online und deswegen hatte ich da nicht viel Zeit, deswegen will ich mich auch nochmal bei der Battle Arena bzw. bei Beamon bedanken, der mir hier die Capture Card zur Verfügung gestellt hat, damit ich nicht die ganze Zeit mit Schneiden und so verbringen muss. Also danke nochmal an dich. Ja, ansonsten, ja, war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Ich habe jetzt nämlich, glaube ich, jetzt knapp 2 Minuten zum Reden, deswegen muss ich die irgendwie füllen. Auf jeden Fall sauspannender Kampf. Ich habe dabei meinen Conk Helder mit Offensivfeste, Chris Helia mit den Lichtlehm, Apoqualypt mit den Überresten, Bisaflor mit den Bisafloniten, Quajutsu mit den Focus Squirt und Diggersby mit den Life Orb. Er hat dabei Branawatz mit der Offensivfeste, Bronzong mit der Maronbeere, Porygon 2 höchstwahrscheinlich mit den Evoliten, Flunkiefer mit den Flunkiefer-Need, Heatrim mit den Scarf und ich glaube Manaphy mit den Lefties. Wow, echt krass, dass ich einmal in den Kampf alle Items vom Gegner sehe. Naja, auf jeden Fall, ihr habt das Intro davor auch noch gesehen, da will ich mich auch nochmal an SunnyLP bedanken, der dieses Intro gemacht hat. Also schaut auf jeden Fall mal bei SunnyLP vorbei, ist immer unten verlinkt. Genau wie Husky, der normalerweise ja die Grafiken hier macht, also das Thumbnail und den Rahmen und so. Ist jetzt heute nicht nötig, aber ja, das Thumbnail hat er ja zum Beispiel gemacht, also ja. Auf jeden Fall wollte ich sonst noch irgendwas erwähnen. Ja, schade, dass ich es nachkommentieren muss, Leute. Es gab halt viele Disconnects und Mert musste weg. Und ich hatte dann auch keinen Bock mehr, jedes Mal die Kamera zu starten, weil wenn ich die Kamera starte, verbraucht sie ja Akku. Und da muss ich wieder aufladen und ist echt blöd, wenn man da unter Zeitdruck steht. War auch schon im letzten GPL-Kampf, so wisst ihr noch. Da gab es ja auch den Disconnect, den ich dann ja als Sieg zugesprochen bekommen habe. So, auf jeden Fall geht jetzt der Kampf los und ihr seht's. Mert will mit dir kämpfen. Übrigens ist es auch in Oras, also der erste Oras-Wi-Fi-Battle in der Hinsicht. Ist zwar nicht mein allererster, den ich in Oras hier hatte, aber einer der ersten. Ich habe ein paar Mal gegen den Kumpel gespielt, aber ansonsten. Jedenfalls hatten wir schon ziemlich viele Leads, denn wir hatten ungefähr 5 Disconnects oder so. Jedenfalls hat er hier mit seinen Manaphy geleadet und ich mit Conkeld. Und das ist für mich natürlich ein bisschen besser mit der Offensivfeste. Ich glaube, das wusste er damals schon, dass ich die Offensivfeste habe. Wächst er hier in sein Gamabunta und das kriegt echt ordentlich Schaden. Knapp 50%. Und jetzt kommt eine ziemlich lustige Stelle. Er geht auf Abschlag. Schlägt mir somit meine Offensivfeste weg. Und ich gehe auf Abschlag. Macht auf jeden Fall gar nicht mal so scheiß Schaden und schlag ihn seine Offensivfeste weg. Jetzt wechselt er in der Hoffnung, dass ich weiterhin auf meinen Ableit-Heap gehe oder auf eine Kampfattacke oder auf den Tempo-Heap, um die Prio auszunutzen. Kriegt natürlich den Bedroher rum und es würde Miley nicht gerade großen Schaden machen. Aber das habe ich predicted. Mache hier einen Double-Switch in der, in der Runde und gehe hier auf mein Cresselia. Und ja, in der nächsten Runde geht er hier auf seine Mega-Entwicklung und Flunkiefer, Leute. Das ist so eine große Threat für mich. Ich habe es immer ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, ich krieg's leicht outplayed mit Jelly Sand. Aber danach musste ich feststellen, dass er anscheinend Init-Investment auf seinen Flunkiefer hatte und damit mich outspeedet. Das seht ihr jetzt zwar nicht mehr im Kampf, weil das war da, wo die Disconnects hatten, aber trotzdem. Jedenfalls kriege ich hier die Para durch und krieg gleich die Para-Hex, was ich gar nicht so geil finde. Wisst ihr, ich bin nicht der Spieler, der auf Hex hofft oder ja. Ja, ich will das einfach nicht. Jedenfalls hat er hier zum Glück keine Hex. Bringt hier den Schwerttanz durch. Dadurch den Reflektor ist aber er ja auf einem normalen Level. Und hier bin ich dann auf meinen Conk Helder gegangen. Ich wusste zwar, dass ein Knuddler mich one-shottet, aber ich dachte mir einfach so, vielleicht ist Gott hier bei mir, ich überlebe vielleicht einen Knuddler oder ich krieg die Para-Hex und tatsächlich kriege ich die Para-Hex, was wirklich sehr, sehr bitter ist. Hier heile ich mich mit den Ableit-Heap dann hoch, also dieser Para-Hex war echt wichtig, weil jetzt bin ich zwar wieder voll und ich glaube, auf dieser Range bin ich ja durch ein Full-HP-Investment wieder in der Lage, einen Knuddler zu überleben und tatsächlich kriegt er wieder die Para-Hex, was sau bitter war. Und ja, mit Max Damage macht dann den Rest und der Ableit-Heap reicht dieses Mal sogar. Also wirklich sehr, sehr bitter und da habe ich mich echt oft entschuldigt für ihn. Das ist echt bitter, das will ich keinen, ja, zumuten. Jedenfalls geht er hier auf den Schweifglas. Ich dachte mir, warum ist er vor uns mit Manaphy ausgewechselt, wenn er jetzt drin bleibt? Ich bin einfach mal auf den Abschlag gegangen, damit ich ihn seine Recovery wegnehme und ja, macht, ja, passablen Schaden da drauf. Und dann, fuck, er hat einfach die Psychokinese drauf. Ey, ich glaube sogar mit der Offensivfeste hätte ich eine Psychokinese getankt. Ich weiß es nicht, ist immer nur ein +3 Psychokinese. Aber mir war in diesem Moment überhaupt nicht bewusst, dass das Ding ja Psychokinese kann. Jedenfalls bin ich hier in meinen Sash Quajutsu gegangen, da ich ja mindestens eine Attacke überleben könnte. Und gehe hier wieder auf meine berühmten Paraflinch-Taktiken mit Finsteraura. Spaß beiseite, es war einfach die Attacke, die gerade am meisten Schaden gemacht hat. Krieg hier nochmal ein Crit, was auch saubitter ist. Aber zum Glück flincht er nicht, weil das wäre echt der Gipfel des Eisbergs oder was weiß ich gewesen. Und ja. Jedenfalls will er hier sein +3 Manaphy nicht opfern. Ich war mir nicht sicher, ob ich auf Siedewasser gehen soll. Ich habe dieses Mal das Siedewasser draufgepackt, falls er mal einen Switch in den Flunkiefer plant oder so.
Aber ja, deswegen kein Surfer, falls jetzt wieder die Fragen kommen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, hier zu predikten, weil es war einfach viel zu unsicher. Eine Siedewasser hätte dieses Flunky, nee, nicht Flunky, Manaphy sogar überleben können. Und das war mir einfach viel zu hoch, das Risiko. Jedenfalls predikte ich hier den Ladestrahl, der eigentlich ziemlich obvious war, weil schließlich habe ich 1 KP und es würde mich rausnehmen. Und gehe deswegen in mein Venusaur. Und ja, das tankt, wie schon gesagt, den Ladestrahl saugut. Ich glaube, es macht jetzt 5 KP. Hat es 5 KP gemacht? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls steigt er erstmal den Spezialangriff. Und ja, ich gehe jetzt erstmal in meine Mega-Entwicklung. Er hat den Spezialangriff. Ja, es sind 12 KP? Nee, kann ich nicht mehr zählen. 15 KP hat es Schaden gemacht. Jedenfalls gehe ich in meine Mega-Entwicklung, gehe auf den Schwerttanz, also um da mal ein bisschen den Überraschungsmoment zu haben. Und ja, ich hätte vielleicht auch direkt auf den Erdbeben gehen können, den hatte ich nämlich drauf. Und dann hätte ich ihm mehr Schaden gemacht, glaube ich. Aber ich bin auf den Schwerttanz gegangen, weil ich gierig war. Und dann überrascht er mich mit dem Psychoschlag. Echt saukrass, dass er den extra mitgenommen hat. Und ja, hier habe ich meinen Venusaur dann geopfert, weil ich wollte eigentlich nichts. Ich wollte nicht. Ich habe gedacht, er geht vielleicht auf die Triplette. Und dann hätte er mein Quajutsu ausgenockt, dass ich jetzt hier reinwechseln hätte können. Aber selbst wenn, dann habe ich mein Quajutsu drin und dann, wie geht's weiter? Deswegen habe ich einfach mal meinen Venusaur auch geopfert, um Diggersby, das wirklich hier sich zum Matchwinner, ja, avancieren? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wie spricht man das aus? Arrangiert? Keine Ahnung, jedenfalls gehe ich auf den Erdbeben, weil ich kann hier sicher auf den Erdbeben gehen. Er hat keinen Pokémon, das da sicher reinwechseln kann, außer Bronzong. Aber ich war mir zu der Zeit noch nicht sicher, ob dieses Bronzong ja die Hitzeschicht, keine Ahnung, wie das heißt. Speckschicht hat es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls hat die gleiche Fähigkeit, dass Feuerattacken nicht gut treffen. Und hier denkt ihr euch, warum wechselt er aus? Ich habe mit den Tarnsteinen gerechnet. So war es, hätte ich nämlich zum Beispiel gar. Ich hätte jetzt die Tarnsteine rausgelegt, damit mein Quajutsu dann stirbt. Aber er geht hier auf das Toxin, auch keine schlechte Wahl. Und damit stirbt hier Quajutsu. Leider, leider. Hat aber auf jeden Fall gar nicht mal so schlechte Arbeit geleistet. Und hier schicke ich mein Apokalypse rein und bin hier auf den Verhöhner gegangen, weil. Ja, den Verhöhner sieht man jetzt nicht sau oft auf Apokalypse schon öfter, aber ich habe ihn extra in diesen Kampf mitgenommen gegen Bronzong oder Branavaz hier zum Beispiel, damit es eben nicht die Tarnsteine oder ähnliches rauskriegt. Aber naja, das Blöde ist halt, es kriegt durch Oras seinen Abschlag, wobei es könnte sogar schon davor Abschlag gehabt haben, weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, Mert hat sogar auf X und Y gespielt. Jedenfalls bin ich auf das Irrlicht gegangen, weil H2O-Absorber wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn er jetzt wirklich die H2, ja, wenn er den H2O-Absorber gehabt hätte. Hätte ich ihn mit dem Siedewasser schön geheilt und einen Spukball hatte ich nicht drauf, also gehe ich aufs Irrlicht. Und es knockt ihn auch aus. Mir wäre es sogar lieber gewesen, dass er das Irrlicht überlebt hätte, weil ich danach eine Genesung gemacht hätte und jetzt eine Finsteraura vielleicht überleben würde. Aber vielleicht überlebe ich auch so, schauen wir mal hin. Nein, ich überlebe keine Finsteraura. Schade auch. Damit ist Aquaqualip auch schon down. Und ja, hier schicke ich wieder mein Diggersby rein. Und ich glaube, es neigt sich schon zum Ende des Kampfes. Ja, ein bisschen haben wir noch. Auf jeden Fall gehe ich hier jetzt wieder aufs Erdbeben, glaube ich. Ja, und da weiß ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, ob es Schwebe oder diese Hitzeschicht oder wie das hier heißt, hat. Und es hat leider Schwebe. Nicht so geil für mich. Aber ja, ich kann hier auf den Abschlag gehen. Schöner Tutor-Move. Und ja, wir sehen Diggersby, einfach der Boss. Und er ist hier Chesto Resto, also kein Screener anscheinend. Wahrscheinlich reiner Supporter. Und hier bringt er das Toxic durch. Und jetzt hatte ich echt ein Problem, Leute. Ich habe noch Cresselia und Diggersby. Und er hat noch Manaphy, kaum KP. Also ein Ruckzuck-Kick würde reichen. Bronzong und ein Heatran. Jedenfalls habe ich hier sau ein Missplay gemacht. Also ich habe predicted, dass er jetzt auf Protect geht, damit ich in mein Cresselia reingehen kann, weil ich habe Life Orb und Toxic, Leute, und die verstehen sich nicht gut. Irgendwann würde Diggersby zugrunde gehen und Diggersby ist hier meine Win-Condition. Ganz eindeutig, also ohne Diggersby geht hier gar nichts mehr. Na gut, es geht auch so ohne Diggersby nichts mehr, aber abgesehen davon. Jedenfalls wechselt er hier zurück und ich bin einfach auf die Psychogenese gegangen. Ich wollte dieses Bronzong ausdollen, beziehungsweise mein Cresselia einfach opfern. Ich brauchte Cresselia jetzt nicht mehr. Ich musste Diggersby sicher reinbringen, um dann einen Sweep hinzulegen. Aber er wechselt hier in seinen Manaphy, was auch sehr gut ist. Damit spare ich mir mit Diggersby eine Attacke. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Vielleicht dachte er auch, ich gehe jetzt einen Reflektor oder ähnliches rauslegen. Aber naja. Er geht hier in Hans und dadurch, dass die Finsteraura zuerst trifft, war ich mir auch schon sicher, dass er gescarft ist. Er kriegt hier zum Glück nicht die Flinch-Hex und ich kriege meine Donnerwelle durch. Ihr kennt ja, Donnerwelle ist hier richtig schön in der GPL. Da riecht sich jeder Gegner auf, wenn ich die durchkriege. Und ja, ein weiteres Mal kommt eine Donnerwelle durch. Und ja, ich gehe auf die Psychokinese. Ich weiß da, dass sie kaum Schaden macht, aber ich wollte einfach irgendwie vielleicht die Special Defense niedriger machen. Und ein Moonblast hätte mir eh nichts gebracht. Ich habe ihn erstmal nicht drauf, davon abgesehen. Aber der wäre sogar vierfach resistet. Und ja, da er mir ziemlich viel Schaden macht und ich mein Cresselia jetzt zu diesem Zeitpunkt doch noch nicht opfern wollte, ich wollte es nämlich erst durch Bronzong sterben lassen. Ja, er entwickelt sich hier ein ziemlich Scheißkampf. Also er geht jetzt ungefähr gefühlte 5x auf Finsteraura und ich 5x auf Mondschein. Also es kann noch ein bisschen dauern. Und ja, währenddessen können wir uns ja über die wunderschönen Stoller unterhalten. Ey, warte mal, Cresselia und Heatran.
vierte Gen Legis. Die stehen sich gegenüber. Ist das nicht irgendwie Wink des Schicksals? Nein, eigentlich nicht, aber ja, ich brauche irgendwas, um die Lücke hier zu füllen. Und wir sehen's. Mondschein, Finsteraura, Mondschein, Finsteraura. Jedenfalls bin ich dann aber zum Glück in der Lage, mich irgendwann ein bisschen mehr auf hochzuhalten. Und er kriegt ja auch die Parahex nicht, was mich sogar gefreut hat. Ich hab die ganze Zeit gefiebert, bitte krieg nicht die Parahex, das wäre so unfair. Wobei das davor mit Miley auch schon ziemlich unfair war. Aber was soll ich machen? Ich bin echt in der Rückrunde bisher ziemlich am Hexen, weil Kaffeekone wurde auch schon leicht weggehext. Naja, jedenfalls hat er irgendwann keinen Bock mehr auf das Spielchen und darauf habe ich dann auch mal ein bisschen gehofft. Geht hier in seinen Bronze-Song und ja, ich gehe hier in meinen Diggersby und habe einfach meine letzte Chance ergriffen, weil, ja, ich habe jetzt auch ganz ehrlich keinen Bock gehabt, bis Cresselia stirbt, da ewig zu warten. Er ist immer dadurch, dass er keine Chester Resto mehr hat, ja, in der Lage, mich ein wenig zu stören. Ich habe gehofft, bitte habt nicht das Protect. Und tatsächlich hat er anscheinend, das Protect nicht, oder er wacht halt einfach noch nicht auf in der Runde. Wacht er in der Runde auf? Ich bin mir nicht sicher. Nein, er wacht nicht auf. Also könnte sein, dass er vielleicht doch das Protect hatte. Und das habe ich endlich, also davor scheiße predicted, da er ja jetzt auf Rest gegangen muss. Jetzt habe ich einfach gehofft, bitte Abschlag, reich oder wechsel nicht in Heatwin. Hätte er jetzt in Heatwin gewechselt, hätte er wohl den Kampf vielleicht sogar noch gewonnen. Ja, und hier kriege ich den Crit, Leute. Es kann auch sein, dass der gemattert hat, ne? Weiß nicht, mit Max Damage hätte wahrscheinlich der Abschlag doch noch gereicht. Aber es kann auch sein, dass der Crit jetzt gemattert hat. Und ja, Leute, jetzt sehen wir es. Wir haben den Kampf, ja, gewonnen eigentlich, weil er hat nur noch ein paralysiertes Heatran. Er ist zwar gescarft, aber einen vierfach effektiven Erdbeben überlebt er einfach nicht. Es ist einfach Diggersby und so wird Diggersby unser Matchwinner und wir gewinnen gegen Mert. Aber ganz ehrlich, Leute, dieser Sieg, ja, ein bisschen scheiße. Das mit Miley hat mir echt leid getan und er hat eigentlich auch besser gespielt. Also den Psychoshock zum Beispiel habe ich null erwartet auf Porygon und auf Manaphy, die Psychokinese. Ich habe einfach diese Attacken nicht erwartet und er hat sie einfach mitgenommen. Und ja, also ich glaube, Mert hätte hier auch auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt, wenn nicht sogar mehr als ich. Aber wie schon gesagt, ich kann ja nichts für Hex und so ist das Game. Auf jeden Fall am Ende mit Bronzong war es eine super brenzige Situation. Wenn er seinen Heatran da reingewechselt hätte, hätte er einfach mit dem Bronzong da mal in Cresselia Toxic stallen können. Und ja, dann hätten wir echt ein riesiges Problem. Aber naja, was soll man machen? Somit gewinnen wir den Kampf, ich will mich ja nicht rausreden. Ja, auf jeden Fall danke nochmal an Beamon für die Capture-Card, an Sunny für die Intros und an Husky für die Thumbnails und so weiter. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung bei den Leuten vorbei und lasst denen mal schöne Grüße von mir übrig. Und ja, Leute, damit sehen wir uns in der nächsten Woche gegen Present. Und da ich weiß, dass Present dieses Video höchstwahrscheinlich sehen wird, ich freue mich schon mal auf den Kampf mit dir, mein Kumpel. Also, wir sehen uns dann. Und ich sage euch, wir sehen uns auch, Leute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich denke, und ihr nicht mich deswegen Hex hasst, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und dann sage ich euch, ciao, wir sehen uns in einem neuen Video oder in der nächsten Woche. Bis dann!